Die Mondlandung am 20. Juli 1967, auch heute wohl immer noch einer der größten Momente der Menschheitsgeschichte, The Man on the Moon. Und Millionen von Menschen haben mitgefiebert. Und der Reiz ist nicht kleiner geworden. Wir berichten hier ja immer wieder über Pläne, demnächst mal wieder auf dem Mond zu landen. Doch wie ist die Mondlandung damals wirklich abgelaufen? Was ist von den Verschwörungstheorien zu halten, nach denen die Mondlandung niemals stattgefunden hat? Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp und den anderen Messengern gewünscht und bekommt jetzt die 5 spannendsten Facts zur Mondlandung. Herzlich willkommen bei Klicks zum Science and Fiction. Vorab noch etwas zu den Messengern. Die Abo-Box hier auf YouTube, die ist ja schlimm. Ihr habt einfach keine Möglichkeit sicherzustellen, dass ihr erfahrt, wenn ein neues Video online geht. Deshalb meine Bitte, in meinem vor allem, aber auch in eurem Interesse, folgt mir auf WhatsApp und den anderen Messengern. Nur dann verpasst ihr garantiert kein Video mehr. Und jetzt könnt ihr euch übrigens da auch über einen Discord-Server miteinander verknüpfen. Auf der 5. Darum sind keine Sterne auf den Bildern der Mondlandung zu sehen. War die Mondlandung echt oder war alles nur inszeniert? Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass sich um kaum ein Thema mehr Verschwörungstheorien ranken als um die Mondlandung von 1969. Demnach ist die Apollo 11 Mission nie dort oben auf dem Mond gewesen. Stattdessen hat die NASA alles in einem großen Filmstudio inszeniert. Einer der Beweise dafür: auf den Bildern der Mondlandung sind keine Sterne zu sehen. Ja, zudem weht die amerikanische Flagge. Dabei gibt es doch gar keinen Wind auf dem Mond. Und doch, wahrscheinlich, ihr ahnt es schon, für diese angeblichen Beweise gibt es wissenschaftliche Erklärungen. Auf den Aufnahmen sind zum Beispiel keine Sterne zu sehen, weil die Sonneneinstrahlung die Mondoberfläche und die Astronauten sehr hell erscheinen lässt. Die Sterne leuchten dagegen nur schwach. Damit aber die Astronauten auf dem Bild auftauchen, ist eine sehr kurze Belichtungszeit nötig, mit der sich das Leuchten der Sterne nicht mehr einfangen lässt. Auch auf den meisten anderen Fotos aus dem All sind die Sterne ja meistens aus diesem Grund nicht zu sehen. Und hier auf der Erde sind ja übrigens tagsüber auch keine Sterne zu sehen. Es ist einfach zu hell. Und auch das Wehen der Flagge hat einen Grund. Natürlich gleicht die Mondatmosphäre einem Vakuum. Dort oben geht kein einziges Windchen. Doch die Flagge wird von Neil Armstrong in den Boden gerammt und durch diese Erschütterung bewegt sich die Flagge dort oben. Das hört aber nach einiger Zeit auf und die Flagge bleibt still. Auf der 4. Armstrongs Fußabdruck auf dem Mond bleibt wohl ewig. Der Fußabdruck von Neil Armstrong ist wohl das Symbol schlechthin für die erste Mondlandung. Zitat: nur ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Das hat er gesagt auf Englisch, als er auf der ersten Sprosse der Leiter stand, um aus dem Landemodul namens Eagle als erster Mensch auf die Mondoberfläche hinabzusteigen. Neil Armstrong ist längst tot, doch sein Fußabdruck wohl für die Ewigkeit auf dem Mond. Denn dort gibt es, wie gesagt, keinen Wind, durch den er verweht werden könnte. Es gibt kein Wetter, keine Witterung, nichts, was den Fußabdruck auslöschen könnte. Höchstens ein Asteroiden- oder Meteoriteneinschlag könnte den Abdruck zerstören. Auf der 3. Die Mondlandung war wirklich ein absolut riesiges Medienspektakel. Die 3 Astronauten an Bord der Raumfähre Columbia wurden durch ihre Reise zum Mond zu weltweiten Stars. Monatelang hatte ihr Training für die Reise ins All gedauert. Doch in den 3 Tagen der Reise selbst hatten sie kaum etwas zu tun. Auf den rund 380.000 Kilometern zum Mond hatten sie hauptsächlich Fernsehinterviews zu geben. Denn auf der Erde verfolgte wohl die gesamte Menschheit das Schicksal von Neil Armstrong, Michael Collins und Edwin Aldrin. Das waren wirklich krasse Einschaltquoten damals, denn so viele Fernsehgeräte gab es noch nicht. Rund 600 Millionen Menschen oder Haushalte verfolgten jedes Detail am Fernseher. Als die 3 Helden wieder sicher auf der Erde gelandet waren, mussten sie zunächst übrigens 3 Wochen in Quarantäne, um keine Krankheiten vom Mond einzuschleppen. Man wusste ja nicht, ob und was dort oben hätte sein können und ging lieber auf Nummer sicher. Danach wurden sie bei einer großen Parade in New York gefeiert. Auf der 2 ein wirkliches Funfact: zurückblieben Müll und andere Umweltsünden. Nach 22 Stunden Aufenthalt verließ die Eagle wieder den Mond, doch die untere Hälfte der Startrampe ließ das Team zurück. An ihr befestigt eine Plakette mit dem Schriftzug: hier setzten Menschen vom Planeten Erde im Juli 1969 Anno Domini ihren Fuß auf den Mond. Wir kamen in Frieden für die Menschheit. Unterschrieben hatten das der amerikanische Präsident Richard Nixon und die 3 Astronauten. Aber das war nicht das Einzige, was das Team als Andenken auf dem Mond zurückließ. Auch ihre Moonboots, leere Essenspakete und volle Urinbeutel ließen sie zurück. Das Gewicht hätte gegebenenfalls den Start der Eagle gefährden können. Und auf der 1, die NASA warnt vor zunehmendem Verkehr auf dem Mond.
Das ist wirklich verrückt. Es gibt immer mehr Pläne, schon zeitnah wieder auf dem Mond zu landen, unter anderem ja auch von Elon Musk. Und genau das macht der NASA Sorgen. Und so hat die US-Raumfahrtbehörde eine Art Verhaltensregelwerk aufgestellt. Und zwar nicht, dass etwas passieren könnte, befürchten sie, sondern der NASA geht es um die Bodendenkmalpflege. What? Ja, hier auf der Erde sind dafür Archäologen zuständig. Da werden Dörfer von Urmenschen ausgegraben, römische Villen und Relikte aus Urzeiten. Sowas auf dem Mond? Ja. Auf 93 Seiten geht es darum, wie man Apollo-Relikte und Landestellen auf dem Mond schützen kann. Denn durch die vielen Raumschiffe, die in den nächsten Jahren zum Mond reisen wollen, könnten die Messinstrumente, Rover, Landeplätze und Fahnen leiden. Das Ganze soll also für die Nachwelt erhalten bleiben. Zudem fordert die NASA auch auf, den Mond als Naturpark oder historische Stätte zu schützen. Gut, dass es kein UNESCO-Erdkulturerbe gibt, sondern das Weltkulturerbe. Da könnten dann auch die Apollo-Landeplätze auf dem Mond so benannt werden. Ja, wenn ihr kein Video zu den neuen Plänen zur Besiedlung des Mondes und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann edit mich bei WhatsApp und den anderen Messengern. Nur dann verpasst ihr kein Video, denn die Abo-Box auf YouTube, die ist ja immer ziemlich lückenhaft. Über die Messenger erfahrt ihr von mir auch vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social Media hier abonnieren. Da erfahrt ihr das Neueste aus der Social Media Welt. Aber nicht die, genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, dafür auch draufklicken. Menschen sollen auf dem Mond siedeln. Bis dann. Bleibt dran.